Die Bibel, das Buch der Bücher. Über 3 Milliarden Menschen haben es. Kein anderes Werk ist so berühmt. Die Ereignisse, die darin erzählt werden, sind alt. Einige sogar mehr als 2900 Jahre. Dazu gehört auch die Erzählung von den 10 Geboten und wie sie in die Welt kamen. Manche der Geschichten klingen zu fantastisch, um wahr zu sein. Andere gleichen einem Augenzeugenbericht. Welche Geschehnisse nah an der Wirklichkeit sind, darüber wird bis heute gestritten. Halleluja, oh Halleluja. Zwei Steintafeln mit den Gesetzen Gottes, die 10 Gebote. Sie kommen vom Himmel, wie es in der Bibel heißt. Gott selbst sei es gewesen, der sie für das Volk Israel aufgeschrieben habe. Wir können schon sagen, die Bibel hat recht, insofern sie Glaubenserfahrungen des Volkes Israel erzählt. Also sie hat einen historischen Kern, aber vieles ist auch Literatur in der Bibel. Ob Dichtung oder Wahrheit, schon der Anfang der Geschichte klingt fantastisch. Den Mann am brennenden Dornbusch nennt die Bibel Moses. Bei den 10 Geboten spielt er eine besondere Rolle. Er ist so etwas wie der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Moses soll die beiden Steintafeln aus dem Fels geschlagen haben, die der Himmelsherrscher später eigenhändig beschreibt. Und als Gott mit Moses zu Ende geredet hatte, gab er ihm die 2 Tafeln mit Geboten. Steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Wie in Stein gemeißelt, die heiligen Worte Gottes. Zunächst gelten sie einem kleinen Volk, das Gott auserwählt hat, um mit ihm ein Bündnis einzugehen. Moses ist sein Frontmann, der die Gebote der Gemeinschaft verkündet. Aus der Übermittlung der göttlichen Botschaft macht die Bibel eine Sternstunde der Weltgeschichte. Ein einmaliges Wunder, das am Berg Sinai geschieht, mitten in der Wüste. So wie die Bibel erzählt, stehen die 10 Gebote am Anfang einer Geschichte einer langen Wanderung, bis endlich ein Volk entstanden ist und sich dann auch siedelnd niederlassen kann. Aber in der Realität sind sie sicher das Ende eines langen Prozesses und nicht der Anfang. In Jerusalem sehen viele Bibelforscher den Ort, an dem die 10 Gebote niedergeschrieben wurden. Und zwar von einer Gruppe von Priestern. Die Weisen haben die Aufgabe, eine Kurzfassung der göttlichen Gesetze zusammenzustellen. Die Qual der Wahl. Denn tatsächlich gab es 613 Regeln. Auf 10 sollen sie aber beschränkt werden. Das Ergebnis kennt jeder aus dem Religionsunterricht. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen. Du sollst den Sabbat heiligen, Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen oder stehlen. Du sollst auch nicht lügen, noch begehren deines Nächsten Haus, Weib, Hab oder Gut. Verfasst wurde die 10-Punkte-Ordnung im 5. Jahrhundert vor Christus. Die Bibelschreiber aber bringen sie mit Ereignissen zusammen, die viel weiter zurückliegen. Und die sind im Kern historisch. Erzählt wird nämlich, wie aus heimatlosen Nomaden das Volk Israel wurde. Und wie ihr Glaube an den einen Gott entstanden ist. Und da kommt auch Moses ins Spiel. Ob er tatsächlich gelebt hat, ist bis heute umstritten. Aber dem Alten Testament zufolge ist er auserwählt, die Großmacht Ägypten ins Wanken zu bringen. Immer wieder zwingt das Pharaonenreich unterworfene Völker zur Fronarbeit. Darunter sind alle möglichen Stämme, auch Israeliten. Mit der Hilfe Gottes soll Moses sie aus der Knechtschaft befreien und gegen den mächtigsten Mann der damaligen Welt antreten. Gegen den Pharao. Minutiös schildert die Bibel, wie der Schöpfer das reiche Land am Nil in ein riesiges Notstandsgebiet verwandelt.
10 Plagen schickt er. Naturgewalten, Schädlinge und tödliche Epidemien. Auch wenn die Katastrophen so nicht stattgefunden haben, basieren sie doch auf Beobachtungen von Menschen, die damals gelebt haben. Die Bibel ist für mich als Glaubende zuallererst ein Glaubensbuch. In vielen Büchern ist aufgeschrieben, wie Menschen Gott erlebt haben oder was sie mit Gott erlebt haben. Dass andere in der Bibel hauptsächlich Literatur sehen, ein Geschichtsbuch, das auch Geschichte in der Tat erzählt, Theologie, Literatur, Poesie. Das ist ein ganz anderer Zugang, der für mich aber nicht im Widerspruch steht. Das zornige Duell Moses gegen Pharao endet wie von Gott gewollt. Der feindliche Herrscher gibt sich geschlagen und lässt Moses mit den Israeliten ziehen. Als Exodus geht der Auszug des auserwählten Volkes in die Bibel ein. Eine pralle Geschichte, ohne festes Datum, aber angefüllt mit Erinnerungen an eine Zeit voller Umbrüche. Wir können sehen, dass hinter dieser Geschichte eine Sehnsucht eines Nomadenvolkes nach Beheimatung, Ansiedlung, Land, Kulturentwicklung steht und vor allen Dingen diese Sehnsucht nach Freiheit. Die Sehnsucht nach Freiheit. Für Wissenschaftler steckt aber noch mehr hinter der Geschichte vom Exodus. Moses soll das Volk Israel in das gelobte Land führen, nach Kanaan. Dort, wo Milch und Honig fließen, wie es heißt. Es ist ein bunter Haufen, der sich auf den langen Weg macht. Angeblich schloss sich auch viel fremdes Volk an. Damals herrscht in Ägypten der Ausnahmezustand. Die Ordnung ist aus den Fugen, die Pharaonen halten das Land für überfremdet und wollen alle Eindringlinge loswerden. Die Israeliten sind demnach Flüchtlinge auf dem Weg in die neue Heimat. Schuld an der Krise sei das Klima gewesen, sagen Geologen. Forscher von der Universität Jerusalem ermitteln schon seit geraumer Zeit in diese Richtung. Um den Beweis für ihre Theorie zu erbringen, haben sie mitten im Toten Meer eine Bohrinsel aufgestellt. Mordechai Stein leitet das Projekt. Uns interessiert die Rekonstruktion der Klimabedingungen der vergangenen Jahrhunderte, Jahrtausende und noch weiter zurück. Wenn alles gut geht, bekommen wir eine Klimachronik für mindestens eine 500.000 Jahre. Auf der Plattform wartet ein großes Bohrgerät auf das Team. Damit dringen die Forscher weit in die Klimageschichte des Landes vor, das damals noch Kanaan hieß. Die geologische Schicht, in der die Wissenschaftler nach Hinweisen suchen, umfasst das 13. Jahrhundert vor Christus. Die Zeit, in der die biblische Erzählung vom Exodus spielt. Die Wassertiefe unter der Bohrinsel beträgt 300 Meter. Dann erst gräbt sich der Drillkopf in den Meeresboden hinein. Die Bohrungen erreichen eine maximale Tiefe von 760 Metern. Aus der Schicht im Zeitfenster zwischen 1200 und 1300 vor Christus werden mehrere Schlickproben entnommen und nach Deutschland geschickt. Im Geoforschungszentrum Berlin findet die Analyse der Bohrkerne statt. Dafür werden sie zunächst einmal auseinandergeschnitten. Die einzelnen Segmente lassen sich in der Regel schon mit dem bloßen Auge erkennen. Sie sind vergleichbar mit Jahresringen. Je älter die Schicht ist, desto weiter unten liegt sie. Je jünger, desto weiter oben. Trotzdem kommt auch noch der Scanner zum Einsatz. Er vermisst die einzelnen Schichten und liefert wichtige Informationen für die Datierung. Das Augenmerk der Forscher liegt vor allem auf dem Verhältnis von braunem Schlammeintrag und weißen Ablagerungen. Entscheidend sind Menge und Zusammensetzung der weißen Ablagerungen. Sie besteht hauptsächlich aus Kalk, der sich durch Verdunstung bildet. Je dicker der Kalkeintrag ist, umso trockener und länger war der Sommer. Für die Zeit des Exodus können die Forscher tatsächlich einen Rückgang von Niederschlägen nachweisen. Das Projekt befindet sich noch in einer relativ frühen Phase. Wir haben allerdings schon erste Erkenntnisse darüber, dass es von etwa 1300 vor Christus bis 1200 vor Christus tatsächlich zu einer extremeren Trockenphase kam, die sich sehr wahrscheinlich deutlich auf die Menschen auch ausgewirkt hat, die in der Region zu der Zeit gelebt haben.
Eine Trockenperiode von rund 100 Jahren. Die anhaltende Dürre hinterlässt ihre Spuren im gesamten östlichen Mittelmeerraum. Überall entstehen soziale Unruhen. Aus vielen Staaten fliehen die Menschen auf der Suche nach neuem Lebensraum. Die Klimaflüchtlinge strömen erst ostwärts, dann immer weiter in Richtung Ägypten, zu den fruchtbaren Gebieten entlang des Nil. Im Pharaonenreich ziehen die Ägypter alle Kräfte zusammen, um die Eindringlinge aus dem Land zu vertreiben. Sie holen ihre Leute auch aus Kanaan zurück, das sie seit Jahrhunderten beherrschen. Die Bibel ist eine Reaktion auf viele Krisen. Und die erste Krise ist das Machtvakuum im 13. Jahrhundert. Es gibt Plätze, die frei sind, Leute, die sich da auf einmal zusammengruppieren. Und es gibt auch ein Vakuum in religiöser Hinsicht. Also Ägypten ist nicht mehr dominant. Es gibt auf einmal Freiraum für neue Götter und neue Religionen. Und genau in diesem Vakuum entsteht der Glaube an einen neuen Gott. Er nennt sich Jahwe und verspricht Freiheit. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist es ein Gott, der seine Gläubigen aussucht. Er will mit ihnen ein Bündnis eingehen. Dafür entwirft er höchstpersönlich einen Vertrag. Die göttlichen Gesetze werden den Auserwählten von Moses verkündet. Als Volk Israel erhalten sie das Versprechen, dass sie fortan unter höchstem Schutz stehen. Die einzige Bedingung, sie müssen die 10 Gebote Gottes befolgen. In den ersten beiden ist sogar das Verhältnis zu ihm explizit geregelt. Seine Anhänger dürfen keine anderen Götter verehren und seinen Namen nicht missbrauchen. Die restlichen betreffen die Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die miteinander lebt, braucht irgendwelche Regeln für ihr Zusammenleben. Und da sind die 10 Gebote natürlich großartig, weil sie Grundregeln geben, was das religiöse Verhältnis zu Gott bedeutet, aber auch das Miteinander einer Gemeinschaft. Wie wollen wir zusammenleben? Darüber ist man zunächst alles andere als einer Meinung. Die Bibel berichtet von einem großen Streit auf dem Weg nach Kanaan. Ein Teil der Israeliten sehnt sich nach den Fleischtöpfen der Ägypter zurück. Dafür wollen sie sogar ihre frisch gewonnene Freiheit wieder aufgeben. Sie glauben nicht an eine goldene Zukunft. Nur ein kleines Volk lässt sich auf den Gott der Bibel und seine Gesetze ein. Einige von ihnen kennen das gelobte Land bereits. Sie haben dort schon einmal gelebt. Als Zeichen des neuen Glaubens werden die Steintafeln in einer Kiste verstaut und mitgenommen. Sie sind der Bündnisvertrag mit Gott, die erste Verfassung des Volkes Israel. Ich denke, dass wir davon sprechen können, dass das die Geburtsstunde des Volkes Israel ist. Ein Teil sagt, ja, das ist unser Gott, unsere Religion, diesem Gott vertrauen wir. Und deshalb nehmen wir diese Gebote und Gesetze für uns als verbindlich an. Den Weg in das neue Siedlungsgebiet Kanaan beschreibt die Bibel als mühsame Wanderung. Die Angaben aber sind ungenau. 3 verschiedene Routen wurden schon rekonstruiert. Sie alle sind möglich, aber nicht mehr zu beweisen. Auch veranschlagt die Bibel für die Strecke unwahrscheinliche 40 Jahre. Selbst zu Fuß lässt sich die Distanz in 4 Wochen zurücklegen. Als das Volk Gottes schließlich in Kanaan eintrifft, entstehen 2 Reiche, Israel und Juda. Jerusalem liegt ziemlich genau in der Mitte. Dort sollen die Gesetzestafeln einen Ehrenplatz im Tempel erhalten. Vorerst aber werden sie in einem Zeltheiligtum am Rand der Stadt untergebracht. Denn in Jerusalem gibt es schon einen Gott. Der Glaube an Gott Jahwe steht noch ziemlich am Anfang. Und die 10 Gebote sind unbequem. Sie fordern nämlich von den Israeliten, dass sie keine anderen Himmelswesen anbeten. Einfach ist es damals nicht. Wer sich in Israel und Juda umschaut, stellt nämlich fest, das auserwählte Volk ist alles andere als bundestreu. Überall in Kanaan stehen Kulthöhen und Altäre, die fremden Gottheiten gewidmet sind. Das wissen auch die Bibelschreiber.
Die Zustände verurteilen sie in der Erzählung vom Tanz um das goldene Kalb. So riss sich denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab. Sie formten das Gold, machten ein gegossenes Kalb daraus und sagten, das ist der Gott Israels. Der Vorfall macht deutlich, wie schwer es Gott Jahwe und seine Gebote hatten. Es gab mächtige Konkurrenz, allen voran Baal, der zumeist in Stiergestalt auftrat. Die Fruchtbarkeitsgöttin Aschera war auf vielen Hausaltären vertreten. Anhänger in Israel und Juda hatte auch der Kriegsgott Seth aus Ägypten. Es dauerte, bis sich das Gebot der Alleinverehrung Gottes durchsetzen konnte. In der Göttervielfalt und Götterwirrnis, können wir vielleicht sogar sagen, dieser Welt, in der es Götter aller Arten gab, Kriegsgott, Fruchtbarkeitsgott, Sonnengott, Wettergott und anderes mehr, war das eine großartige Entwicklung, zu sagen, wir haben nur einen Gott. Neben dem gibt es keine anderen Götter und das ist auch eine Identität für das Volk Israel, der eine Gott. Und durch seine Gesetze sollte das Volk Israel auf immer und ewig an Gott gebunden sein. Dass die 10 Gebote ewige Gültigkeit besitzen, ist im 10. Jahrhundert vor Christus noch eher Wunsch als Wirklichkeit. Daran kann auch der Tempel nichts ändern, der in Jerusalem für die Steintafeln errichtet wird. Die Macht der 10 Gebote reicht damals nicht weit über das Tempelgelände hinaus. Die Weihestätte wird dann auch noch selbst zum Stein des Anstoßes. Wegen der Kosten für den Bau werden ständig neue Steuern erhoben. Zudem stößt der Anspruch, der einzige Ort für die Verehrung Jahwes zu sein, auf heftigen Widerstand, vor allem im Nordreich Israel. 926 vor Christus läuft das Fass über. Die Bewohner des Nordreichs proben den Aufstand. Anlass ist die Ankunft des Steuereintreibers aus Jerusalem. Er verlangt noch höhere Abgaben. Wie die Bibel erzählt, wird mit dem Finanzbeamten kurzer Prozess gemacht. Der Statthalter von Sichem lässt den Mann steinigen. Das Südreich Juda ist ihm schon seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge. Mit dem Todesurteil für den Beamten aus Jerusalem kommt es zum offenen Bruch zwischen den beiden Reichen. Die 10 Gebote sollten Gottes auserwähltes Volk auf ewig einen. Lang hat das nicht gehalten. Für mich ist immer wieder das Faszinierende an der Bibel, dass sie realistisch erzählt, wie Menschen sind und was zwischen Menschen passiert. Und dass im Kriegsfall beispielsweise einfach die Gebote für ein gutes Zusammenleben, für Gerechtigkeit, für Frieden ausgehebelt werden und Menschen diese Gebote missachten. Das gibt es ganz offensichtlich auch schon in der Bibel. Sichem wird zur neuen Hauptstadt des Nordreiches Israel. Das Land erhält einen eigenen König, der den wirtschaftlichen Aufbruch erfolgreich vorantreibt. Auch in religiöser Hinsicht geht Israel eigene Wege. In Dan und Bet-El entstehen eigene Kultstätten, um Jahwe zu verehren. Juda mit der Tempelstadt Jerusalem steigt ab zur unbedeutenden Provinz. Noch heute ist Jerusalem anzusehen, warum die Stadt auf den Norden angewiesen war. Ihre Lage im trockenen Hochland ist heute wie damals wenig geeignet, um Landwirtschaft im großen Stil zu betreiben. Das Südreich bietet seinen Bewohnern kaum mehr als die Haltung von Ziegen und Schafen. Hirten sind für die Versorgung ihrer Herden auf wenige Wasserstellen und Oasen angewiesen. Ganz anders die Lage im Norden. Dort sorgt der Jordan mit dem See Genezareth für eine sichere Existenz der Bevölkerung. Die Wasserfülle ist die Basis für eine intensive landwirtschaftliche Nutzung der fruchtbaren Flächen. Getreide wächst in rauen Mengen und zur wichtigsten Exportindustrie des Nordens wird die Herstellung von kostbarem Olivenöl. Der Reichtum Israels führt auch zu einem Immobilienboom. Überall wird gebaut. Noch heute zeugen mächtige Anlagen von der Entwicklung, die Israel nach der Trennung genommen hat.
Sogar mit Luxusgütern kann der Norden punkten. So lässt der König Pferde züchten, die vor allem als Zugtiere für Streitwagen ins Ausland verkauft werden. Doch der Glanz des Reiches lockt nicht nur zahlungskräftige Kunden und Investoren an. Im 8. Jahrhundert vor Christus gerät Israel ins Visier seiner gierigen Nachbarn, den Assyrern. Die Überfälle der Assyrer häufen sich. Die Abspaltung hat den Norden zwar wirtschaftlich reicher gemacht, militärisch aber geschwächt. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, nehmen sie mit. Auch die arbeitsfähige Bevölkerung. Unter den Israeliten kommt Unmut auf. Einige sehen im Niedergang des Reiches eine Strafe Gottes. Für Archäologen spielen derartige Vermutungen keine Rolle. Für sie zählt, was sie sehen. We see something in archaeology, which is extremely interesting. Die Archäologie liefert uns Einsichten, die unglaublich spannend sind. Urplötzlich, in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts, verzeichnen wir eine Bevölkerungsexplosion im Südreich. Wir reden hier von der Stadt Jerusalem, die in einem Zeitraum von nur 50 Jahren auf das Zehnfache ihrer Größe anwächst. Die Stadt der Zehn Gebote wird nach Westen und Süden erweitert. Nur so können die Zuwanderer innerhalb der Stadtmauern untergebracht werden. Wo kommen diese Leute her? Sicher nicht aus dem Weltraum. Sie sind auch nicht durch das Mittelmeer geschwommen. Das müssen Leute sein, denen man vertraut. Erklären kann man die demografische Revolution in Juda nur so, dass es sich dabei um Flüchtlinge aus dem Norden handelt, die vor den Assyrern geflohen sind. Die Assyrer haben mit ihren Angriffen die Massenflucht nach Jerusalem verursacht. 721 vor Christus kapituliert Israel vor der neuen Großmacht. Die Fremdherrscher nehmen das gesamte Gebiet ein. 20 Jahre später greifen die Assyrer auch den Süden an. Zunächst richtet sich ihre Armee gegen Lachish, dann auch gegen Jerusalem. Der Sieg der Angreifer scheint unabwendbar. Bei ihren Belagerungen setzen die Assyrer schwere Waffen ein. Lachish wird schließlich über eine aufgeschüttete Rampe erobert. Die Belagerung von Jerusalem jedoch zieht sich hin. Die Berichte der Bibel behaupten, dass Gott selbst zugunsten der bedrängten Tempelstadt eingreift. Der König von Assur wird Jerusalem nicht erobern. Auf dem Weg, den er gekommen ist, wird er zurückkehren. Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu retten. Wenn Juda damals an die Assyrer gefallen wäre, hätte es diese ganzen Entwicklungen, die zum Judentum führten, niemals gegeben. Aber die Assyrer marschieren ab. Warum? Bleibt ein Rätsel. Doch ihr Rückzug sorgt dafür, dass die Geschichte der Zehn Gebote weitergeht. Dass die Assyrer abziehen müssen und Jerusalem verschont bleibt in diesem Chaos, der Auseinandersetzung, dem Trauma auch dieser Zeit, das ist wie ein Wunder für die Israeliten und natürlich für sie auch ein Zeichen. Dieser Gott steht zur Bundestreue und deshalb wollen wir auch zu den Zehn Geboten stehen als unsere Bundestreue. Das Wunder Gottes stärkt den Einfluss der Zehn Gebote. Sie werden zum Machtinstrument des Königs. Jerusalem ist der Schauplatz. Es ist das Jahr 620 vor Christus. 80 Jahre sind vergangen seit den Ereignissen, die beinahe das Ende der biblischen Geschichte bedeutet hätten. Aber das kleine Königreich um die Tempelstadt Jerusalem hat überlebt. Die Region erfährt eine wirtschaftliche und kulturelle Blüte. Eine glückliche Zeit für die Bewohner von Juda.
sofern sie mit ihm einer Meinung ist. König Josia. Ein Hardliner. Ganze 31 Jahre sollte seine Herrschaft dauern. Und man kann ihm nicht vorwerfen, dass er die Zeit nicht genutzt hat. Josia lässt den Tempel von Grund auf renovieren. Ein Projekt mit Signalcharakter. Es steht für die religiösen Reformen, mit denen der strenggläubige König die Gesetze Gottes durchsetzen will. Er rechtfertigt die Maßnahmen mit einem seltsamen Fund, der bei den Renovierungsarbeiten im Tempel auftaucht. Rein zufällig, versteht sich. Es geht um eine Schriftrolle mit einem Text, der von Moses höchstpersönlich geschrieben sein soll. Später wird er als fünftes Buch der Bibel hinzugefügt. Aufgelistet werden darin viele hundert Gesetze. Darunter auch die Pflicht, dreimal im Jahr nach Jerusalem zu pilgern, nur noch im Tempel zu opfern und Abgaben zu leisten. Die neuen Gesetze stärken die Position von König und Tempelpriester. Sie werden vor Vertretern aus allen Teilen des Reiches verlesen. König Josia macht die göttlichen Regeln zur Grundlage seiner Rechtsprechung und sich selbst zum Vollstrecker himmlischen Willens. Ein Herrschaftsmodell, wie es im alten Orient durchaus üblich ist. Es galt auch in Babylon, wie eine Steinstele aus dem 17. Jahrhundert vor Christus beweist. Sie zeigt Gott Shamash, wie er König Hammurapi die Vollmacht erteilt, Recht zu sprechen. Gott tritt sozusagen als Gesetzgeber auf. Nach seinen göttlichen Regeln werden die 282 aufgelisteten Rechtsfälle beurteilt. Also in dem Moment, in dem ein Staat sagt, von Gott gegebene Gesetze sind Recht dieses Staates, kommen wir doch sehr stark in die Nähe dieses Begriffs Gottesstaat, den wir auch heute kennen, bei aller Vorsicht. Auf jeden Fall halte ich das für gefährlich, wenn Religion und Staat so vermischt werden. Und das hat sich sicher auch in der Zeit von Josia gezeigt. König Josia will aus Juda einen Gottesstaat machen. Dass er es damit ernst meint, beweist er umgehend. Mit Hilfe seiner Soldaten lässt der Regent sämtliche Kultstätten außerhalb Jerusalems zerstören. Der König entfacht einen Bildersturm, der keine Gnade kennt. Wer unter seiner Herrschaft leben will, muss den 10 Geboten folgen. Die Aktion markiert das Ende der Vielgötterei in Juda. Die Verfechter der reinen Lehre haben jetzt die Oberhand. Aber ihre Macht ist nicht von Dauer. Die Babylonier haben die Assyrer als neue Großmacht im Orient abgelöst. Ihre Truppen machen auch vor Jerusalem und seinem Tempel nicht Halt. 587 vor Christus ist das Schicksal der Stadt besiegt. Und der Glaube an Jahwe und die 10 Gebote gerät in Bedrängnis. Denn die Tempelbibliothek mit vielen biblischen Schriften verbrennt. Auch die Bundeslade mit den Gesetzestafeln geht unwiederbringlich verloren. In Jerusalem wird noch heute an die Katastrophe erinnert. In einer Grabanlage außerhalb der Stadtmauern haben Archäologen Spuren der blutigen Kämpfe gefunden. Entdeckt wurde das Skelett eines jungen Soldaten. Er wurde von den Pfeilen der fremden Angreifer tödlich getroffen. Der Sturm auf Jerusalem durch die Babylonier ist keine Erfindung der Bibel, sondern harte Realität. Das Ereignis ist das Ende der Stadt und des Tempels. Der Ein-Gott-Glaube steht vor dem Nichts. Die Babylonier schleifen nicht nur Stadt und Tempel. Alle Führungskräfte Judas werden gefangen genommen und als Arbeitssklaven verschleppt. Wer zurückbleibt, muss sein Leben in den Trümmern fristen. Auf ihrem Weg ins babylonische Exil dürfen die Gefangenen nur das Allernötigste mitnehmen.
Trotzdem führen sie gerettete Abschriften der biblischen Texte mit sich. Und mit ihnen die Gebote Gottes. Das geschlagene Volk ohne Staat und Tempel hütet die Texte wie einen kostbaren Schatz. Denn sie sind jetzt das Einzige, das sie noch mit ihrem Gott verbindet. Die Schriften sollen dafür sorgen, dass die Menschen nicht vergessen, wer sie sind. Interessanterweise sind die 10 Gebote ja gerade im Exil eine Art Alleinstellungsmerkmal. Das unterscheidet von allen anderen rundherum. Und so helfen sie dem Volk Israel, auch Identität zu bewahren, gerade in der Fremde und auch in der Katastrophe. Es ist ein Gang ins Ungewisse. Die Israeliten haben ihre Heimat verloren. Babylon im 6. Jahrhundert vor Christus. Die Stadt am Euphrat gilt damals als Mutter aller Metropolen. Mit dem berühmt-berüchtigten Turm von Babel verfügt die Stadt über das mit Abstand größte Bauwerk seiner Zeit. Dort, im Machtzentrum der Babylonier, werden die Gefangenen aus Jerusalem angesiedelt. Sie stehen zwar unter ständiger Beobachtung, leben aber ansonsten in Ruhe und Frieden, fast 50 Jahre lang. Einige von ihnen machen dort sogar Karriere. Obwohl es den Israeliten gut geht, geben viele die Hoffnung auf eine Rückkehr nicht auf. Doch mit der Zeit verblasst die Erinnerung an die Heimat und das verlorene Königreich. Die Gefahr ist groß, dass das Volk Gottes auch seinen Glauben verliert. Es wäre ein leichtes, im Vielvölkergemisch der Metropole aufzugehen. In den Straßen herrscht tatsächlich ein Sprachgewirr babylonischen Ausmaßes. Auf den Märkten wird alles gehandelt, was die Epoche zu bieten hat. Babylon ist ein Schmelztiegel, in den die meisten Neuankömmlinge nur allzu gern eintauchen. Ein New York des Altertums, sozusagen. Das Volk Gottes aber will der Versuchung widerstehen, die alten Gesetze nicht aufgeben. Ein neues Gebot soll den Israeliten dabei helfen. Und das hat mit Astronomie zu tun. Auf dem Gebiet der Sternenkunde sind die Babylonier führend. Mit einfachen Geräten gelingen den Himmelsforschern Beobachtungen, deren Präzision bis heute erstaunt. Auch die Umlaufzeit des Mondes, also die Dauer eines Monats, berechnen die Astronomen schon damals bis auf wenige Sekunden genau. Die Daten liefern wichtige Informationen für den Zyklus der Feste und Feiertage. Denn die richten sich in Babylon nach dem Mond. Die Israeliten mögen die astronomischen Leistungen beeindruckt haben, aber ihren Kult richten sie nicht danach aus. Vielmehr beschließen sie, sich jede Woche zu treffen, 4-mal im Monat. Das macht außer ihnen keiner. Jeden 7. Tag arbeiten sie nicht, beten gemeinsam und lesen in ihren Schriften. Und irgendwann machen sie daraus das 3. Gebot. Du sollst den Schabbat heiligen. Das Schabbatgebot kommt aus einer Umdeutung eines babylonischen Festtages. Das war der Neumondstag. Also der wurde einmal im Monat zum Neumond wurde das gefeiert. Aber was in der Bibel passiert mit den 10 Geboten, ist eine totale Umdeutung. Es wird zunächst einmal etwas Wöchentliches und es wird ein allgemeiner Ruhetag. Es wird etwas ganz Demokratisches. Jeder hat Recht zur Ruhe, die Sklaven, die Herren und sogar die Tiere. Den Schabbat feiern die Juden heute noch, seit über 2500 Jahren. Die Klänge des Schofarhorns kündigen ihn an. Gläubige Juden feiern ihn am Samstag. Christen haben ihren Feiertag am Sonntag. Und Muslime begehen ihn am Freitag. Die Unterschiede liegen gewissermaßen in der Natur des Schabbat. Denn er war von Anfang an ein Mittel, um sich von anderen abzusetzen. Eingeläutet wird der Schabbat freitags mit dem Sonnenuntergang. Dann riegeln die strenggläubigen Juden in Jerusalem alle Zufahrtsstraßen zu ihrem Viertel ab. Es wirkt, als seien sie für 24 Stunden nicht mehr Teil von dieser Welt. Das 3. Gebot hat den wöchentlichen Feiertag erfunden. Es gilt weit über die jüdischen Glaubensgrenzen hinaus. Auch in der sonst turbulenten Innenstadt von New York gelten am Sonntag
andere Regeln. Die Macht der 10 Gebote wird heute vor allem am wöchentlichen Ruhetag spürbar. Also dieses Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, bestimmt auch heute die Weltgeschichte und den Rhythmus der Welt. Das können wir bis zu den Börsen sehen. Und das ist doch faszinierend, dass ein solches Gebot, das über 2000 Jahre alt ist, heute für Menschen relevant ist, auch wenn sie manchmal gar nicht mehr wissen, woher es stammt. 50 Jahre ist es her seit dem Gang ins Exil. Da kehren die ersten Israeliten nach Jerusalem zurück. Es gilt, den Tempel wieder aufzubauen und die Gesetze Gottes wiederzubeleben. Im 5. Jahrhundert vor Christus beginnt in Jerusalem der Prozess, der den 10 Geboten zum Durchbruch verhilft. Esra, ein jüdischer Schriftgelehrter, spielt dabei die Hauptrolle. Das Ganze geschieht unter Aufsicht der Perser, der neuen Großmacht im alten Orient. Esra leitet eine Gruppe von Priestern und Schreibern, die aus den alten Schriften eine Auswahl treffen und sie überarbeiten. Dabei soll auch eine Kurzfassung der Gesetze Gottes entstehen. Keine leichte Aufgabe, denn genau genommen gibt es ja 613 Regeln. Aber so viele kann sich kein Mensch merken. Für den Alltagsgebrauch muss man den Gläubigen die Sache erleichtern. Der erste Grund für die Stärke der 10 Gebote ist die Kürze. Die Hand hat eben 10 Finger und dann kann man das abzählen. Das heißt, man kann das mit sich im Gedächtnis mittragen. Da braucht man keinen Kodex, da braucht man auch keinen großen Stein, wo das alles drin gemeißelt ist. Das ist etwas Transportables im Gedächtnis und das transportiert man auch durch die Zeiten hindurch. Mit der Kurzfassung beginnt der Siegeszug der 10 Gebote. Was mit den jüdischen Bibelschreibern beginnt, setzen christliche Missionare im Römischen Reich fort. Im Mittelalter sind es Mönche, die sie weitergeben. In der Neuzeit übernehmen Drucker die Verbreitung. Übersetzungen wie die ins Deutsche von Martin Luther garantieren das Überleben der 10 Gebote bis heute. Am Abschluss dieses ganzen Prozesses stehen ganz kompakt diese 10 Gebote, kann sich jeder merken, sind auch unabhängig vom König, vom Staat, vom Königtum, wo ich lebe, ob im Exil oder in Jerusalem. Und das macht sie so universell. Du kannst sie mitnehmen im Gepäck, wo immer du hingehst, und sie sind auch unabhängig von der Situation, in der du lebst. Und was damals niemand ahnen konnte, ist eingetreten. Die 10 Gebote gelten noch immer. Der Schrein des Buches, so heißt das Gebäude. Es ist Teil des Israel-Museums in Jerusalem. Wie auf dem Altar einer Kathedrale werden dort einige der wertvollsten Schriften der Welt präsentiert. In der Sammlung wird auch eine der ältesten Fassungen von den 10 Geboten aufbewahrt. Das Pergament stammt aus der klösterlichen Gemeinschaft von Qumran und ist 2100 Jahre alt. Der Text wurde mit schwarzer Tinte auf Ziegenleder geschrieben. Eine ideale Vorlage, um zu prüfen, ob der Wortlaut der 10 Gebote bis heute gleich geblieben ist. Die Synagoge der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main ist Schauplatz des Textvergleichs. Rabbi Shlomo Raskin ist dort Kantor. Sein Sohn Moti hilft ihm bei dem ungewöhnlichen Experiment. Die jüdische Tora-Rolle enthält die ersten 5 Bücher der Bibel. Es muss viel Pergament bewegt werden, bis man an der richtigen Stelle ist. Denn die Passage, um die es geht, steht ziemlich am Ende der Heiligen Schrift. Mehr als 2 Jahrtausende liegen zwischen den beiden Niederschriften der 10 Gebote. Es war kein Unterschied. Es ist Wort bei Wort gleich. Ich bin sprachlos, nicht nur die gleiche Buchstaben und den gleichen Anfang von jedem Gebot und der Abstand. Es ist genau die Sefer Torah, die Torah-Rolle, so wie heute. Und es ist Wahnsinn. Nicht nur die Buchstaben.
Auch die Botschaft der Zehn Gebote hat sich seit ihrer Entstehung nicht geändert. Ganz persönlich bin ich überzeugt, dass der Mensch im tiefsten Inneren schon weiß, was gut und böse ist. Aber dann gibt es eine Tendenz, im Menschen die Gebote immer wieder zu überschreiten. Das können wir an den biblischen Geschichten von Anfang an sehen. Und deshalb ist es ein gutes Regelwerk, an dem ich mich immer wieder messen muss mit meinem Verhalten. Die Zehn Gebote als Maßstab für menschliches Verhalten. Für die ganze Welt. Am Anfang stehen die Gebote auf zwei Steintafeln. Vor 2600 Jahren werden sie beim Untergang von Jerusalem zerstört. Ihre Botschaft hat trotzdem die Zeiten überdauert. Sie gelten noch immer. Weltweit. Längst auch außerhalb der Gotteshäuser. In den Straßen von New York mahnt sogar ein Kunstwerk an die Gesetze Gottes. Das fünfte Gebot ist wohl das wichtigste. Du sollst nicht töten. Für mich ist das ungeheuer beeindruckend, dass die Zehn Gebote an einem bestimmten Ort entstanden sind, in einem Land, für eine Sippe zunächst, dann für ein Volk, sich weltweit verbreitet haben in Judentum, Christentum, Islam und auch heute für uns tatsächlich Geltung haben können, weil wir sie immer wieder neu übersetzen in unserer Zeit, an unserem Ort. Die Zehn Gebote sind also eine faszinierende Erfolgsgeschichte. Sogar die Bürogebäude der Vereinten Nationen erinnern an die Steintafeln mit den Zehn Geboten. Im Sitzungssaal des Weltparlaments geht es um Fragen von Frieden und Krieg. Lösungen wären ohne eine Verpflichtung auf gemeinsame Grundwerte nicht möglich. Die UN-Menschenrechtskommission hat diese Einigung erreicht. Am 10. Dezember 1948 werden sie verabschiedet. Eleanor Roosevelt ist dabei federführend. Wir stehen heute an der Schwelle zu einem großen Ereignis. Das gilt nicht nur für die Vereinten Nationen, sondern auch für die Menschheit. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sichert die Grundrechte aller Menschen auf der ganzen Welt. In den 30 Artikeln der Menschenrechtscharta finden sich eindeutige Bezüge zu den Zehn Geboten. Das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, wird von Artikel 3 zitiert. Dem siebten Gebot, du sollst nicht stehlen, entspricht Artikel 17. Und Artikel 24 enthält eine moderne Fassung des dritten Gebots. Du sollst den Feiertag heiligen. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist ja eine Art Fortsetzung der Zehn Gebote im weltlichen Raum und allgemein erklärt für alle, für religiöse, nicht religiöse Menschen in der ganzen Welt. Für mich aber sind die Zehn Gebote ganz klar die Vorlage dafür.